Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute zeigen wir euch die NAR Talon 92C Krankentrage. Die Talon 2 von North American Rescue wurde ursprünglich mal für die US-Armee entwickelt und hat dort alle Anforderungen mit erfüllt, die gestellt wurden. Das Ganze sollte möglichst stabil sein, es sollte leicht sein, klein zu verpacken, so dass es am besten von einer Person getragen werden kann. Und natürlich, was für uns ganz wichtig ist, es muss Helikopter geeignet sein. Das natürlich für das militärische Setting. Für uns kann die Talon 2 sinnvoll sein für den Katastrophenfall, für Konfliktsituationen oder Krisensituationen. Einfach auch bei Massenveranstaltungen verletzte oder kranke Personen schnell dort mal wegzuretten. Und zwar auch aus Gebieten vielleicht, wo ich manchmal mit meiner schiebbaren Trage, also mit Rollen unten dran, nicht unbedingt mit hinkomme. Natürlich ist dann dabei die persönliche Körperkraft gefragt, das ist auch 80, 90 Kilo, wenn wir da mal drauf haben, dann wird es auf Dauer schon anstrengend. Deswegen, wenn man da Minimum 2 Helfer braucht man, wenn man 4 ist, ist es natürlich besser. Und wenn man auch mal durchwechseln kann, wäre es natürlich noch empfehlenswerter. Gut, wir schauen es uns gleich mal an. Die Talon 2 ist leicht zu reinigen, ist äußerst widerstandsfähig und für den Auf- und Abbau recht einfach zu handhaben. Wir probieren das gleich mal mit aus. Ich habe es mir hier mal zurechtgelegt. Das Ganze ist mit 2 Gurten gesichert, einmal vorne, einmal hinten, mit Fastex-Schnallen. Die machen wir uns auf. Dann schütteln wir die ganze Trage schon mal auseinander. Und jetzt beim Aufbau ist es schon mal wichtig, und zwar wir haben auf der Unterseite, ich zeige das mal hier, da ist dieser Scharnierblocker. Wir nehmen uns am besten die Tragegriffe hier oben mal raus, dann hat man wesentlich besseres Arbeiten daran. Dann ist es schon mal wichtig, das Ganze einigermaßen gerade auszulegen. Und dann muss ich nämlich meine Handgelenke so nach innen drehen. Vielleicht kann man das auch auf dem Video gut erkennen. Und zwar hier diese Gelenke, die müssen sich von der Außenseite für die Lagerung nach innen eindrehen. Und dann nehme ich meinen Fuß und gehe da unten hin und dann kann ich nämlich dieses Scharniergelenk fest nach unten durchdrücken. Dann ist die eine Seite schon mal arretiert. Ich gehe auf die andere Seite, auch da nehmen wir unsere Griffe wieder mit raus. Und jetzt haben wir die Eindrehung schon vorhin gemacht, das geht bis hier rüber durch. Und auch da drehe ich mit meinem Fuß das Scharniergelenk einfach schon mal so durch. Und das wäre es schon mal zum Aufbau gewesen. Wir haben 2 Gurte mit dran, einmal den Brustgurt und einmal den Beingurt. Welche Richtung ich davon nehme, das heißt auf welcher Seite der Kopf liegt, ist erst einmal egal. Wichtig ist, der Kopf muss drauf liegen auf diesem feuchtigkeitsdurchlässigen Netzgewebe. Wenn die Füße da mal runterhängen, das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Als Zubehörteil, das schauen wir uns auch gleich mal mit an, hätten wir Aufsteller oder Ständer, um auf die Arbeitshöhe hochzukommen. Das heißt, da muss ich nicht jedes Mal mit dem Patienten am Boden unbedingt arbeiten. Dann kann ich meine Liege nämlich so nehmen, kann sie hier oben schon mal mit einpassen. Wir haben die schon mal vorbereitet, die Böcke. Sind einfach auseinander zu klappen. Wichtig ist bloß, dass man hier auch bei diesem Scharnierblocker nochmal mit drauf achtet, dass der richtig ausgefahren ist. Dann nehme ich meine Trage auf der anderen Seite mit hoch und dann kann ich auch da auf dem Bock die Liege ordentlich mit draufpacken. Was wir als Zubehör dazu noch mit hätten, andere Seite, das wäre ein Infusionsständer, den man hier noch mit anbringen kann. Das sind insgesamt 6 Bohrungen mit dafür. Der wird einmal gedreht, so ungefähr eine Viertelumdrehung. Dann kann ich den hochnehmen, wieder mit einer halben Drehung arretieren und dann kann ich da bis zu 2 Flaschen von der Infusion quasi mit dran aufhängen und kann das direkt beim Patienten gelagert lassen. Als weiteres Zubehörteil hätten wir dazu noch eine Tragetasche oder fast wie ein Rucksack. Ist der gemacht. Ich kann das komplette System da reinstellen, kann das mit insgesamt 2 Bändern auch da drin nochmal zusätzlich sichern. Hab meine Rucksackträger auf der Rückseite, hätte auch eine Trageschlaufe nochmal mit dran und habe auch einen Beckengurt noch mit dazu, wo man das am Becken fixieren kann. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, wenn man Filme wie Black Hawk Down sieht, wo der vom Hubschrauber abstürzt, dann kam tatsächlich der Sunny mit dazu und hat diese Liege hinten schon mit auf dem Rücken gehabt und man kann jemanden super schnell mit einer vollwertigen Trage aus dem ganzen Geschehen rausretten. Das, was die Talon 2 natürlich
absolut auszeichnet, das ist ihre kleine Verpackbarkeit. Und zwar, wenn ich die zusammengeklappt habe über diese Scharnierpunkte, die wir hier haben, insgesamt 6 Stück, 3 links, 3 rechts, dann hat die noch ein Packmaß von der Höhe 52 cm und Breite ringsrum mal 22 mal 24 cm. Das ist super klein und lässt sich wirklich als Rucksack in der Größe auch tragen. Und wie wir schon erwähnt haben, wir haben eine komplette Krankentrage. Wir schauen es uns mal von der Länge noch mit an. Und zwar, wir kommen auf knapp 1,80 Meter, wo der Patient drauf liegen kann. Wie gesagt, Füße spielen da jetzt erstmal eine nachgeordnete Rolle, ob die runterhängen oder nicht. Und mit ausgefahrenen Griffen geht das Ganze bis auf 2,29 Meter. Wobei ich die Griffe in dem Zustand ja auch nochmal einfahren könnte. Das machen wir auf der Seite auch nochmal schnell. Dann haben wir die Länge auch nochmal. Ja. Will nicht immer, wenn man will. Mit eingefahrenen Griffen wären wir dann bei 1,98 Meter, also knapp 2 Meter. Von der Arbeitshöhe her wären wir bei 85 cm die Liegefläche, wo der Patient drauf liegt. Gut. Also wie gesagt, das Ganze ist vierfach klappbar über diese Scharniere, einfahrbar, ausfahrbar. Zusätzlich die Patientengurte, die wir oben und unten einmal noch mit dran haben, die auch gleichzeitig als Fixierung dienen, wenn ich das Ganze wieder zusammengeklappt habe, um dieses Gestell zusammenzuhalten. Und die Infusionsständerhalterungen, die 6 Stück insgesamt daran verbaut sind. Optional gibt es dazu noch eine Rückenlehne. Das hat dieses Modell jetzt nicht. Eine Rückenlehne, wo ich den Oberkörper des Patienten oder, wenn man das auch will, die Beine vom Patienten auf 45 Grad oder sogar 90 Grad lagern könnte. Das wäre dann für den Oberkörper eher wieder interessant. Das heißt, wenn der Patient aus irgendeinem Grund nur sitzend gelagert werden kann, dann kann ich die Rückenlehne entsprechend mit anpassen. Da muss man halt nur drauf aufpassen, welches Modell das man dann davon auswählt. Jawohl. Schauen wir uns das Ganze auch an, wie es wieder klein verpackt wird. Wir nehmen es als erstes mal wir fahren uns die Griffe wieder aus und dann nehmen wir das von dem Bock wieder runter. Das geht so nicht. Das Zerlegen geht fast noch leichter als das Zusammenbauen. Wir drehen das einmal auf die Oberseite, das heißt, dass die Oberseite unten am Boden liegt und das Material ist stabil genug. Ich kann mich hier draufstellen und dann klopfe ich einmal kräftig mit meinem Schuh gegen beide Scharnierblockaden. Und dann haben wir das Ganze schon wieder, die Arretierung gelöst. Beim Zusammenklappen immer darauf achten, dass die Gurte quasi und der Stoff außerhalb von den Scharnieren sind. Vor allem der Stoff bei den Scharnieren, das kann schon immer mal passieren, dass der sich da ein bisschen mit zwickt. Das wollen wir verhindern dabei. Nehmen wir uns wieder unsere Gurtschlaufen. Das nehmen wir für die andere Seite. Da bleiben die helfenden zwei Hände, wenn man sie immer braucht. Ja, die zweite Sicherung auch noch mit drauf. Und dann können wir uns das wieder schön festziehen und dann ist das Ganze wieder klein verstaut und locker von einem zu tragen. Die letzte Maßnahme, die wir noch machen müssen zum Zusammensetzen, wieder zum Zusammenbauen, das wäre, dass wir die Griffe noch mit einschieben. Auch dann haben wir es auf die minimalste Größe wieder reduziert und für einen leicht zu tragen und relativ gut zu verstauen. Wie gesagt, in der Tragetasche, in dem Rucksack, den wir dabei haben, oder in dem Fahrzeug, wo ich das entsprechend abonnieren kann. Hat es euch gefallen, das Video von der NAR Talon? Dann schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, gebt uns ein Like für das Video, das wäre sehr nett von euch. Und drückt natürlich auf das Abonnieren. Ansonsten bekommt ihr die NAR Talon 290C Krankentrage bei der Firma Vero unter vero.de. Wir blenden euch den Link jetzt unten nochmal mit ein. Von mir aus, wie immer gerne, wünsche ich euch wenig Einsätze und wenn dann natürlich nur gute. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.